Ich möchte euch hier einfach als Beispiel einige berühmte Hellseher vorstellen, die wir zumindest in unserem Breitegraden recht gut kennen, die bekannt sind. Das älteste Orakel, das älteste mediale, der älteste mediale Tempel, den wir kennen, ist jener von Delphi in Griechenland. Da gibt es Beschreibungen, erste bereits aus 5000 Jahren vor Christus gab es Tempel in dieser Gegend bei Delphi, die als Orakel dienten. Hohenpriesterinnen gaben dort ihr mediales Wissen weiter. Delphi wurde während der griechischen Kulturantike besucht von vielen Staatsmännern, Agamemnon zum Beispiel vor dem griechisch-trojanischen Krieg. Man geht heute davon aus, dass dort, wo Troja war, früher Schwefelquellen waren. Eine Quelle, Schwefelquelle, die Dämpfe ausstieß. Und Schwefel hat eine psychedelische Wirkung oder kann eine psychedelische Wirkung haben. Das heißt, die Hohenpriesterinnen verfielen in eine Art von Trance, das ist wie bei psychedelischen Drogen, hatten bewusstseinserweiternde Zustände und konnten so Kontakt mit den geistigen Welten herstellen. Wir kennen das vom Schamanismus sehr viel, in vielen Kulturen. Auch hier in Europa wurden übrigens solche Pflanzen viel benutzt, um von Druiden früher, von Heilung, um auch ihre Bewusstseinszustände zu verändern, zu erweitern. Edgar Cayce, den schlafenden Propheten genannt, ein Amerikaner, lebte anfangs des 20. Jahrhunderts. Man nannte ihn den schlafenden Propheten, weil er in Trancen seine medialen Durchsagen empfing und weitergab. Er war ein Genie seiner Zeit. Es gibt heute ein Zentrum in Virginia, in den USA. Dort sind sämtliche seiner Readings, die er gab, tausende von Readings für tausende von Patienten, meistens auf die Gesundheit bezogen, aber auch vergangene Leben, alles in Trance. Wenn er als er aufwachte, hat er sich an nichts mehr erinnert. Und das Spannende war, dass er eigentlich nicht an Medialität, auch nicht an vergangene Leben etc. glaubte und trotzdem gab er in Trance die besten und einmaligsten Readings weiter. Zum Beispiel eine ganz spannende Geschichte, von der ich las, mich faszinierte, war ein Reading, das er für einen Klienten machte, von dem er sah, dass er in seinem vergangenen Leben im amerikanischen Bürgerkrieg war. Er hat auch gesehen, dass diese Person damals ein Soldat war und in einer Brücke Dynamit versteckte, weil man die Brücke hochjagen wollte im Falle, dass der Feind sich nähere. Der Feind hat sich nie genähert, die Brücke wurde nicht in die Luft gesprengt. Man hat festgestellt, dass die Brücke noch existierte damals. Man ging dorthin und hat das Dynamit tatsächlich dort gefunden. Bei einem anderen Fall, eine Person, Gesundheitsbeschreibung, hat ein Medikament beschrieben, das nicht mehr auf dem Markt war. Dann ist man wieder zu ihm gegangen, als er in Trance war, und hat ihm gesagt, kannst du noch mal schauen, wir kommen nicht weit, die Medizin gibt es nicht mehr. Dann hat er in der Trance, konnte er sagen, in welcher Apotheke in Paris dieses Medikament noch gefunden werden könnte. Man hat dann nach Paris telegrafiert und das Medikament war tatsächlich noch dort vorhanden. Nostradamus, kennt ihr sicher viele, Daniel Douglas Home und John Lee waren beides englische Spiritisten oder Medien, die auch mit der englischen Königsfamilie arbeiteten. Helena Blavatsky, Mitbegründerin der Theosophie, war auch eine Weggenossin von Rudolf Steiner. Rudolf Steiner kennt ihr vielleicht, ein berühmter Philosophe auch derselben Zeit. Und Rudolf Steiner zum Beispiel sagte, dass die Zirbeldrüse, die ich schon vorhin erwähnte, dazu diente, dass das Karma
gelagert wird und im kommenden Leben dann im Herz wiedergeboren wird. Und dann Erik Jan Hammelsen, ein Jude, der für die Nazi-Riege Hellseher war, das heißt, er war Medium für Goebbels, Hesse und Hitler, obwohl er Jude war und obwohl er das wusste, hat ihn dann leider aber schlussendlich doch nicht vor dem Tod gerettet. In Europa wurde die Kraft der Intuition während der Inquisition verfolgt. Seither stecken Medialität und Intuition bei uns noch immer in den Kinderschuhen. Vor der Inquisition war Intuition und Medialität bei uns genauso gang und gäbe wie in praktisch allen anderen noch existierenden Kulturen, für die Medialität und Intuition noch gang und gäbe ist. Übrigens, ich benutze die Begriffe Intuition und Medialität unterschiedlich, obwohl sie eigentlich sehr ähnlich sind. Medialität ist eine stark ausgeprägte Intuition, das heißt, wir sind alle intuitiv. Diese Beispiele am Anfang zu Beginn mit der Telepathie, das sind intuitive Wahrnehmungen. Wenn Intuition sehr stark wird, wird sie zu Medialität. Das heißt, jemand, der spürt, dass er intuitiv veranlagt ist, der kann durch Bücher, Kurse, Meditationen, wie auch immer, diese Intuition schulen, dass sie zur Medialität wird. Und dort ist Medialität erlernbar, womit wir beim Titel des Vortrags wären. Wir können es auch so sehen, dass Intuition, wenn wir es mit der Musik vergleichen zum Beispiel, Intuition ist ein Hobbymusiker. Jemand, der Klavier spielt oder Geige zum Spaß, zweimal pro Woche, ein bisschen Freude daran hat, an Weihnachten mal ein paar Weihnachtslieder für die Familie spielt und das ist es dann auch schon. Medialität wäre jener, der Musik ernst nimmt, der täglich Musik übt und der vielleicht Berufsmusiker ist sogar oder zumindest irgendwo in einem Vereinsorchester und dort immer wieder Konzerte gibt oder für sich allein immer wieder Auftritte hat, sei es in Restaurants oder mit Orchestern irgendwo in einem Theater. Also Medialität, Intuition. Gut. Intuition, Medialität oder Intuition ist die innere Stimme, die Stimme des Universums, die zu dir spricht. Zunge in der Knote. Wenn wir uns zum Universum hin öffnen, merken wir plötzlich, dass wir nicht alleine sind, sondern dass wir Teil von einem größeren Plan sind, von einem größeren Universum. Und dieses Universum kann zu uns sprechen. Und das ist, wenn wir spüren, dass wir mit allem verbunden sind. Intuition ist die Verbindung zwischen dem Universum und Einzelwesen. Wir haben das Universum, Veritas, lateinisch, die Wahrheit, das Universum, Intuition zum Einzelwesen. Jetzt gibt es Einzelwesen Mensch. Wir haben die letzten 60 Minuten viel darüber gesprochen, wir haben es auch erfahren, durch die Übung, die wir machten, was Intuition ist. Jetzt gibt es aber auch Intuition bei Tieren. Vielleicht haben die einen oder anderen von euch Katzen oder Hunde. Katzen oder Hunde sind sehr intuitiv, wie wir wissen. Viele Hunde oder Katzen, Haustiere überhaupt, gehen vor die Haustür, wenn sie spüren, dass der Besitz nach Hause kommt. Haustiere werden krank, wenn es dem Besitzer nicht gut geht. Wenn der Besitzer im Urlaub ist und plötzlich einen Unfall hat, das Tier fängt an zu heulen. Tiere. 2004, Tsunami, ferner Osten, tödliche Fluten über Thailand, Indonesien, Thailand, Indien und Sri Lanka. Bei den Aufräumarbeiten wurde festgestellt, dass viele Tiere sich in die Berge und Hügel retteten. Katzen, Hunde, Elefanten, was auch immer, haben sich auf die Hügel gerettet. Die spürten, dass da was kommt. Irgendwas hat sie im Arsch geklemmt und ihnen gesagt, pssst. Die wussten sicher nicht warum, aber sie wussten einfach, irgendwas riecht hier nicht mehr gut an der Küste, also gehen wir. Ich bin überzeugt, dass es auch viele Menschen gab, die dort waren,
die auch spürten, dass etwas passieren wird. Bestimmt hatten viele Menschen Träume die Nacht davor, hatten ein ungutes Gefühl im Magen. Nur dachten sie wahrscheinlich, dass das entweder der Überkonsum an Alkohol war oder der Fisch, der nicht so frisch war. Und dann blieben sie, bis es zu spät war und die Welle alles weggespült hat. Ein anderes spannendes Beispiel von Tieren ist eine Katze, die Oscar heißt. Oscar, die Todeskatze, ich werde euch nachher noch mehr davon erzählen. Wir kommen zuerst zu Pflanzen. Auch Pflanzen sind intuitiv. Ich habe vorhin das Beispiel der Heiler genannt, die in die Natur gehen und sich mit Pflanzen verbinden, um zu spüren, welche Pflanzen Heilpflanzen sind und welche Pflanzen gefährlich sind. Das ist nur deswegen möglich, weil diese Pflanzen eine Information aussendet, die der intuitive Heiler, Schamane, Medizinmann spürt und übersetzen kann in seinen Gedanken, genauso wie die Telepathie zwischen zwei Menschen. Pflanzen können übrigens, und das konnte man unterdessen auch schon messen, untereinander telepathisch kommunizieren. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit auf BBC, auf YouTube, im YouTube ein Video gesehen über die Gefühlswelt oder die Intuition der Pflanzen. Und da wurde als Beispiel ein großer Baum in der Savanne genommen, in Afrika. Der hat gute Blätter, diese Blätter werden gegessen von Giraffen. Jetzt ist es aber so, dass wenn sich eine Giraffenherde diesen Bäumen nähert und die Giraffen oder ein paar davon den einen oder anderen Baum anknabbern, dann sendet dieser Baum eine Information zu den anderen Bäumen, sodass diese automatisch eine Flüssigkeit durch ihre Blätter aussondern, die bitter oder sauer ist. Und sobald dann die Giraffen zum nächsten Baum gehen, knabbern sie dran und merken, dass es nicht mehr gut ist und lassen davon ab und gehen weiter. Telepathie zwischen zwei Pflanzen. Jetzt gibt es auch Telepathie bei Mineralien. Vielleicht waren die ein oder anderen von euch schon bei einem Heiler, der mit Steinen arbeitet. Vielleicht arbeitet der ein oder andere von euch auch mit Steinen. Steine haben Heilkräfte und Menschen, die intuitiv sind, können diese Heilkräfte erahnen, spüren, wahrnehmen und setzen diese dann zur Heilung ein. Ich bin überzeugt, dass auch Steine untereinander telepathisch kommunizieren können, nur wurde das bis heute noch nicht belegt. Edelmetalle ebenso. Gold zum Beispiel. Gold ist ein Edelmetall, das schon seit Jahrtausenden und global bei allen Kulturen, bei denen Gold gekannt wurde, immer wieder ein Edelmetall war, ein heiliges Metall. Nicht, weil es finanziellen Wert hatte, wie wir es heute sehen, sondern früher hatte Gold einen spirituellen, einen mystischen Wert. Bei den Griechen zum Beispiel wurde Gold für Fürsten und Könige als Totenmaske benutzt. Bei den Inkas gab man bei den reicheren Fürsten gab man Gold mit, als Edelmetall in die geistigen Welten. Gold symbolisiert die Kraft der Sonne und die Kraft des Lichtes. Und wie wir sahen bei den Meditationen und in der Bibel dieser Vers, dass der Körper zu Licht wird. Also Gold hat eine starke Ausstrahlung. Die Übung, die wir vorhin machten, mit dem Visualisieren der Person links und rechts, könnt ihr auch mal mit Edelmetallen machen. Nehmt mal einen Goldring in die Hand, spürt, wie sich das anfühlt, dann lässt ihr ihn los und nehmt einen Silberring in die Hand und vergleicht. Ist total spannend und ihr werdet einen Unterschied erkennen. Noch kurz zu den Tieren zurück, auch hier ein spannendes Beispiel. Man hat in der Südsee hat man auf einer Insel Affen eine Handlung gelernt, die gegen ihre Natur ist. Und man hat festgestellt, dass später Affen auf anderen Inseln dieselbe Handlung auch vornahmen. Ohne dass aber ein physischer Austausch
von dieser Insel zwischen Affen und Affen war. Rein auf dieser feindschaftlich telepathischen Ebene floss eine Information hin und her. Wir sprechen heute von morphogenetischen Feldern. Morphogenetische Felder sind auch die Kollektiv-Aura. Wir haben von Aura gesprochen, die wir als Menschen haben. Wir haben von Aura gesprochen, die wir als zwei Menschen haben, die sich kennen und so miteinander verbunden ist. Und genauso wie wir Menschen eine Aura haben, hat jedes Tier, jede Pflanze und jedes Mineral eine Aura. Und diese Aura ist Schwingung. Und diese Schwingung leitet Information weiter. Und so erklärt sich Telepathie, so erklärt sich Medialität, so funktionieren Astralreisen. Die Stimme des Hörens selbst, der Medialität, hat verschiedene Formen, sich auszudrücken. Die wohl üblichste, die wir kennen, sind Bilder. In der Übung, die wir vorhin machten, arbeiteten wir mit Bildern. Wir meditierten und versuchten, die Nachbarn links und rechts visuell zu sehen. Jetzt gibt es verschiedene Formen der bildlich-medialen Wahrnehmung. Zum einen können diese Bilder statisch sein, das heißt, wir meditieren und haben ein Bild vor uns wie eine Fotografie und beschreiben dieses Bild oder haben ein Gefühl zu diesem Bild. Oder es ist ein Bild, das sich bewegt wie ein Film. Wir meditieren, verbinden uns mit einer Situation und erhalten Bilder zu dieser Situation. Wie zum Beispiel diese vermissten Passagiere bei mir, die ich als Aura sah und dann bin ich medial zu ihnen gegangen und konnte die Gegend beschreiben. Dann unterscheiden wir ebenfalls zwischen realen Bildern und Metaphern. Das heißt, wir können zum Beispiel eine Metapher zu einer Situation sehen. Wir meditieren mit etwas, visualisieren eine Situation und sehen zum Beispiel, wenn wir über ein Geschäft meditieren oder uns jemand medial ein Geschäft analysiert, bekommen wir das Bild eines großen Baumes mit einem dicken Stamm und goldenen Blättern. Jetzt ist das natürlich nicht ein realer Baum mit goldenen Blättern, sondern das symbolisiert Beständigkeit, Kraft, Wachstum, goldene Blätter, Reichtum und Ausdehnung. Währenddem wir vielleicht plötzlich eines Nachts träumen von jemandem, den wir kennen, und wir sehen, wie diese Person in einem Auto sitzt und in den Urlaub fährt. Und wenn wir am nächsten Morgen anrufen und der Person sagen, schau, ich habe von dir geträumt, du fährst mit deinem Auto in den Urlaub, und sagen die so, ach tatsächlich, das ist auch so, übermorgen fahre ich. Das ist die häufigste Wahrnehmung. Dann als zweites haben wir die Gefühle. Die Gefühle sind emotionale Wahrnehmung. Vielleicht haben die einen oder anderen von euch in dieser ersten Übung nichts gesehen, aber wenn ihr in euch spürt, trotzdem ein Gefühl gehabt. Hier fühlt sich etwas gut an und hier fühlt es sich anders an. Hier fühle ich eine Offenheit und eine Wärme oder eine Kälte. Diese Gefühle sind auch oft emotional. Hingezogen fühlen, nicht hingezogen fühlen. Das kann auch bei einer Situation sein, wenn ich eingeladen werde, wohin zu gehen. Das kennt ihr sicher, ich habe ein gutes Gefühl oder nicht. Ohne zu wissen, wieso, folgt ihr dem oder ihr folgt ihm nicht. Wenn ihr nicht folgt, werdet ihr spätestens, wenn ihr dann dort seid und merkt, wieso ihr nicht hättet gehen sollen, ist für euch. Ich habe 2 Jahre in Beirut gelebt. Und eine Dame in einem meiner Seminare hat uns eine Situation, hat uns ihre Erfahrungen erzählt, die mich noch heute immer wieder berühren, wenn ich daran denke. Es war während des Bürgerkrieges in Libanon in den 80er Jahren und die Dame hatte sich 3-mal gerettet, hatte 3-mal ihr Leben gerettet, weil sie einem Gefühl gefolgt ist und in einer bestimmten Situation den Saal und die Örtlichkeit verlassen hat. Einmal ging sie weg und eine Rakete schlug ein und alle waren tot. Ein zweites Mal war sie an einem Ort, an einem öffentlichen Ort, spürte, dass sie weg muss, sie ging, kurz darauf kamen irgendwelche Milizen, haben angefangen rumzuballern und viele sind gestorben und beim dritten Mal auch eine Explosion. Das wären die Gefühle.
Dann als nächstes haben wir die Stimme. Jetzt, diese Stimme ist eine Stimme, die wir meistens im Kopf hören. Das ist zum Beispiel bei Jenseitskontakten oft der Fall. Oder wenn wir unsere Schutzengel oder Geistführer kontaktieren und diese zu uns sprechen, sind das oft Stimmen im Kopf. Es kann aber auch die Stimme unseres eigenen höheren Selbst sein. Wer diese Erfahrung bereits gemacht hat, weiß, dass diese Stimme sich nicht so anfühlt oder anhört wie die Stimme meines Kopfes. Das ist anders. Dann haben wir den Körper. Ich spreche jetzt von physischen Wahrnehmungen. Also kein schlechtes oder gutes Gefühl im Brustkorb, sondern Kopfweh, ein Kribbeln in den Händen, ein Drücken im Bauch, schwere Beine, schwere Füße, weil ich nicht aufstehen soll. Menschen, die mit Heilungen arbeiten, erfahren die sehr oft, wenn sie plötzlich die Krankheit in anderen spüren, dann wird plötzlich übel. Man hat plötzlich Kopfweh, ohne zu wissen, wieso. Und wenn man dann den Patienten fragt, dann bestätigt er, dass er unter diesem Symptom leidet. Jetzt ist natürlich bei solchen Situationen immer das Thema, wie weiß ich, ob etwas von mir ist oder nicht? Wie weiß ich, ob ein Schmerz oder eine Emotion von mir ist oder nicht? In solchen Fällen ist es am besten, dass man meditiert, dass man in sich horcht und versucht zu spüren, ob diese Emotion, ob dieses Gefühl oder diese körperliche Wahrnehmung, ob die einem bekannt vorkommt und ob sie etwas mit einem zu tun hat. Man kann sogar direkt fragen, hast du etwas mit mir zu tun, gehörst du zu mir? Und man wird dann relativ schnell spüren, ob eine Trauer oder eine Freude mit einer eigenen Erfahrung zu tun hat, oder ob es fremd ist. Und wenn es fremd ist, dann weiß ich, dass es von jemand anderem sein muss. Dasselbe mit den Schmerzen. Es war für mich schwierig und hat lange gedauert, bis ich das konsequent unterscheiden konnte. Weil ich vor allem zu Beginn oft in emotionale Löcher gefallen bin und das Gefühl hatte, ich sei höchst depressiv, bis ich irgendwann gelernt habe, dass viele dieser Emotionen nicht meine waren. Oder dass ich irgendwo war und plötzlich Schmerzen hatte. Das Gefühl hatte, mein Gott, das habe ich jetzt wieder gemacht. Und dann irgendwann gespürt, dass diese Schmerzen mit mir zu tun hatte. Und ich konnte dann auch die Person identifizieren, zu der der Schmerz hörte. Und spannenderweise, im Moment, in dem ich eine Wahrnehmung identifizieren kann, verschwindet sie. Das heißt, wenn ich erkennen kann, dass eine Emotion oder ein körperliches Beschwerde nicht mir ist, löst es sich auf. Dann haben wir das Hören. Ich spreche nun nicht von einem Hören in meinem Kopf, sondern ein externes Hören. Das ist meistens dann der Fall, wenn unser Schutzengel oder Geistführer uns eine Nachricht gibt. Meistens passiert das in irgendwelchen gefährlichen Situationen. Wenn ich zum Beispiel eine Straße überquere, plötzlich ruft jemand Stopp oder ruft meine Name, ich drehe mich um und ein Lastwagen fährt vorbei und hätte mich überfahren, wenn ich in die Straße gegangen wäre. Riechen ähnlich taucht meistens dann auf, wenn ein Wesen, zum Beispiel ein Verstorbener oder ein Astralwesen oder ein Geistführer in der Nähe ist, macht er sich durch Gerüche bemerkbar. Hören und Riechen sind die am wenigsten häufig vorkommenden intuitiv-medialen Wahrnehmungsformen. Was wichtig ist, wenn man medial-intuitiv arbeiten möchte, ist, dass man spürt, wo man hingehört. Normalerweise hat jeder von uns ein gewisses Grundtalent zu einer der Wahrnehmungsformen. Bei mir zum Beispiel am meisten Bilder, dann Stimme, dann Gefühle, Körper ungefähr ähnlich und am Schluss Hören und Riechen. In meinen Kursen, ich gebe Samstag, Sonntag auch einen Kurs, arbeiten wir viel mit den verschiedenen Wahrnehmungsformen, weil es wichtig ist, dass man weiß, wo man seine eigenen Kanäle hat. Welches die eigene Wahrnehmungsform ist, auf die man am besten reagiert. Ihr könnt euch euren Körper wie eine Antenne vorstellen. Diese Antenne empfängt Informationen über Telepathie oder Medialität. Jetzt entweder ist nur euer drittes Auge
das Empfangssensor und nicht visuell war, oder euer ganzer Körper verwandelt sich in eine Antenne. Und das ist dann der Fall, wenn ihr körperlich oder gefühlsmäßig emotional reagiert. Das kann man übrigens auch üben, das ist gar nicht so schwer. Ganz banal, ganz simpel, kann man zum Beispiel seinen Körper auf ein gutes Gefühl programmieren und ein schlechtes Gefühl, oder eine gute Situation und eine schlechte. Man kann sich zum Beispiel sagen, dass ich, wenn etwas nicht gut für mich ist, soll der Magen sich anfangen zu verkrampfen. Und wenn etwas gut ist für mich, soll das Herz offen und frei sein. Wenn ich nun eine Situation vor mir habe und ich weiß nicht genau, gut oder nicht, dann mache ich diese Meditation und achte auf das Organ, das sich bemerkbar macht. Jetzt taucht natürlich immer die Frage auf, ja, Moment, wie weiß ich, was meine Fantasie und meine Wunschvorstellungen sind und was ist wirklich real intuitiv? Guter Punkt. Ist am Anfang noch ein bisschen schwierig zu wissen oder zu spüren, aber mit der Zeit kennt man sich. Man erfährt mit der Zeit, wie gut bin ich mit dem, was ich sehe. Wo bin ich besser und wo bin ich weniger gut? Ich habe zum Beispiel in meinem Fall, ganz am Anfang habe ich Verschiedenes ausprobiert. Aura, Tarotkarten, Pendel. Ich habe sogar ein bisschen Astrologie geguckt und habe gemerkt, nee, das ist alles nichts für mich und bin bei der Aura geblieben. Nicht, weil ich jetzt für die Aura propagieren möchte, dass sie besser ist als alles andere, das ist nicht so. Viele Wege führen nach Rom, aber für mich hat das mit der Aura am besten gestimmt. Für ein anderer sind es Karten, das Pendel, Emotionen, wie auch immer. Da muss einfach jeder für sich spüren, wo bin ich am besten. Das ist genauso wie mit der Musik. Ihr könnt alle ein Instrument lernen, aber irgendwo müsst ihr einfach spüren, zu welchem Instrument fühlt ihr euch am besten hingezogen. Ihr könnt auch nicht jeden Tag ein anderes Instrument ein bisschen üben, da kommt ihr nirgendwo hin. Genauso ist es mit der Intuition. Wenn ihr lernt, spürt, was euch Spaß macht und euch auf das eine konkret konzentriert, werdet ihr auch sehen, dass es besser wird. So oder so ist Meditation immer die beste Verbindung zum Universum. Meditieren ist für die Zirbeldrüse und für unser drittes Auge das, was das Fitnessstudio für unsere Muskeln sind. Meditieren ist für unsere Zirbeldrüse und unser drittes Auge das, was der Sprachunterricht für eine Fremdsprache ist. Wer glaubt, er könne einfach so ein bisschen über Medialität lesen, sich hinsetzen und es kommt dann schon von alleine, dem kann ich jetzt schon sagen, der spart sich das Geld lieber und schaut Fußball. Weil es geht nicht so. Es benötigt zwar einen gewissen Einsatz, aber es ist nicht schwierig. In meinen Seminaren haben praktisch alle immer schon nach einem halben Tag die ersten konkreten intuitiven Wahrnehmungen, so wie viele von euch übrigens bereits jetzt eine Wahrnehmung hatten beim Visualisieren der Farben der Person neben euch. Wir machen jetzt eine zweite Übung, und zwar eine klassische Remote Viewing Übung. Ich habe vorhin bereits erklärt, was Remote Viewing ist. Beim Remote Viewing ist es so, dass es gibt verschiedene Fachbegriffe. Wenige, ich möchte die kurz mit euch weitergeben. Es gibt der Koordinator, das bin in diesem Fall ich, und es gibt die Leser, das seid ihr. Und dann gibt es ein Ziel. Das Ziel ist das Bild, das man visualisiert, die Fotografie, um die es geht. Jetzt ich als Koordinator wähle ein Bild aus und ich zeige es euch natürlich nicht, weil das wäre ja nicht lustig. Und ihr müsst dieses Bild visualisieren, das heißt, ihr müsst spüren, was es für ein Bild sein kann. Zum Beispiel im professionellen Remote Viewing wird das eben eingesetzt, wie wir vorhin hörten. Ein anderes Beispiel, wie es eingesetzt wurde, war während dem ersten Golfkrieg 1991. Da gab es
vor dem Angriff wusste man, dass die Iraker Gase hatten, Giftgas in verschiedenen Bunkern. Man hatte Satellitenaufnahmen der Bunker, aber man wusste nicht, in welchen Bunkern Giftgase waren, in welchen nicht. Jetzt nahmen die amerikanischen Geheimdienstkoordinatoren die Namen, Fotografien, Satellitenfotografien von verschiedenen Bunkern und gaben jeder Fotografie eine Codenummer. Und dann gab man den Soldaten, den intuitiven medialen Lesern, gab man diese Codenummer und hat gesagt, meditiert damit. Die hatten damit meditiert und spürten vielleicht bei einem ein Gebäude, ein Raum, der ist leer, da fühlt sich nichts Spezielles an, das ist offen. Dann wussten die, da ist wahrscheinlich nichts. Bei einem anderen Bild haben sie gespürt, dass da ist ein geschlossener Raum und da stehen runde Gegenstände, die sind lang und die fühlen sich groß an, größer als ich. Dann ging man davon aus, das fühlt sich nach Tanks an, da ist möglicherweise etwas. Oder man macht das auch, wenn man zum Beispiel eine andere Person beschreiben möchte, zu sehen, wie geht es einer Person, geht es ihr gut oder nicht. Dann gibt man eben ein Foto von der Person, gibt dieser Bild auch wieder einen Code, lässt die Leute meditieren und sehen, ob sie ein gesundes oder ein schwaches Bild bekommen. Und anhand von dem weiß man dann, wie es einer Person ungefähr geht. Jetzt habe ich für euch eine Fotografie ausgewählt. Das ist eine Fotografie, die ich machte. Und ich gab dieser Fotografie einen Code. Dieser Code hat nichts mit dem Bild zu tun. Dieser Code dient einfach dazu, dass ihr ihn als Fokuspunkt nehmen könnt. Ähnlich eines Schlüssellochs. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich werde euch nachher das nächste Bild zeigen, da ist der Code. Normalerweise ist er vier- oder fünfstellig, Kombination zwischen Zahlen und Buchstaben. Die sind zufälligerweise ausgewählt. Das heißt, wie gesagt, die haben nichts mit dem Bild zu tun und so machen wir es auch im professionellen Remote Viewing. Wichtig ist natürlich, dass der Code keine Ähnlichkeiten hat zu etwas, das euch unbewusst mit etwas Existierendem assoziieren könnte, das euch ablehnt. Zum Beispiel, wenn ich ein U und ein 2 neben dran habe und dann noch Buchstaben und Zahlen davor, U2. Ein Musiker, der denkt an U2 und hat das Gefühl, Musik. Oder wenn ich ÖVP, ist eine politische Partei, glaube ich. Wenn ich jetzt 2 und 5 Buchstaben habe und zufälligerweise Kombination ÖVP, dann sieht das jemand Politik. Obwohl es nicht mit Politik zu tun hat. Das heißt, der Code, gewählt von mir ohne Zusammenhang zu wählen, ich werde ihn euch zeigen. Ich führe euch in eine Meditation und in der Meditation lasse ich euch dann irgendwann alleine, damit ihr in das Bild tauchen könnt und versucht zu spüren, was für Emotionen tauchen auf. Entweder ihr seht etwas, vielleicht spürt ihr etwas, vielleicht habt ihr Eindrücke zum Bild, hinterfragt nichts, analysiert nichts, nehmt einfach auf, nehmt nur auf. Eindrücke, Farben, Emotionen, Formen, Gefühle. Am Schluss werde ich euch das Bild zeigen und dann könnt ihr für euch sehen, wie gut das, was ihr seht, stimmt. Erwin hat euch gesagt, dass wir jetzt bereits den 3. Abend sind. Wir waren zuerst in Silja und gestern in Graz. Wollen wir sehen, wie gut Pörtschach ist? Also, Graz war sehr gut. Die waren sehr gut gestern. Wollen wir sehen, ob Pörtschach besser ist als Graz? Nein, wir machen hier keinen Wettbewerb, das ist ein Spiel. Meditiert ganz ungezwungen mit dem Bild. Achtet auf Gefühle, die auftauchen, auf Formen, Strukturen, auf Farben. Das Bild ist übrigens ein kraftvoller Gegenstand, was auch immer. Das heißt, wenn ihr nicht seht, versucht auf Gefühle zu achten. Erinnert euch dem, was ich vorhin gesagt habe, was wir vorhin gesehen haben, was es für Formen der intuitiven Wahrnehmung gibt. Ihr könnt auch, wenn es visuell nicht gerade klappt, sehen, ob es mit einer oder anderen medialen Wahrnehmungsform besser geht. Gut. Der hat sich hier versteckt.
Oskar noch alles kurz. Das Bild kommt nachher, der Code. Ich habe Oskar vergessen. Oskar ist ein, ich habe ihn vorhin kurz erwähnt, ein spannendes Beispiel tierischer Intuition. Oskar, die Todeskatze. Oskar ist eine Katze in den USA, die lebt heute noch. Die ist in ein Spital, einem Spital zugelaufen. Irgendwann stellten die Ärzte fest und das Pflegepersonal, dass immer wenn Oskar auf ein Bett ging, dauerte es 1 bis 4 Tage, bis die Person auf diesem Bett starb. Am Anfang dachten alle Zufall, nach 30 oder 40 Fällen hat selbst der größte Skeptiker unter den Ärzten eingestehen müssen, dass da irgendwas sein muss. Notiert euch den Namen Oskar, die Todeskatze, da unten ist ein Link auch zu einer Zeitung. Es gibt im Internet auch viele Berichte, sogar auf CNN zum Beispiel wurde die Katze berichtet. Die Katze ist heute noch im Spital und Teil offiziell der Angestellten. Katze mit Job. Auf jeden Fall ist es heute so, dass wenn diese Katze bei jemandem aufs Bett geht, dann rufen auch die Ärzte, rufen den Familienangehörigen an und sagen, Sie, hören Sie zu, wir wissen nicht, wie es funktioniert, aber erfahrungsgemäß, wenn diese Katze bei jemandem aufs Bett geht, darf die Person bald gehen. Wir würden Ihnen raten, so bald als möglich Ihren Liebsten, Ihre Liebste zu besuchen und sich zu verabschieden. Also ein schön, ich finde es schön, es ist so ein bisschen, der Hintergrund ist ein bisschen nicht so vielleicht lustig, aber die Situation als solche, dass diese Katze und heute offiziell akzeptiert wird als Teil des Spitals und man ihn so integriert, das ist wunderbar. Gut, jetzt kommt der Code 5B3Y. Wir machen jetzt gemeinsam eine Meditation. Wenn jemand nicht mitmachen möchte, muss er nicht. Wir schließen unsere Augen. Und entspannen uns. Atme tief durch, entspann deinen Körper. Du hast jetzt schon viel gehört heute und trotzdem leerst du jetzt deinen Geist, deinen Körper, deine Gedanken, drosselst deine Gedanken runter, visualisierst dir eine weiße Wolke in deinem Kopf, die sämtliche unnötigen Gedanken wie einen Staubsauger aufsaugt. Deine Schultern entspannen sich. Dein Brustkorb hebt und senkt sich mit dem Ein- und Ausatmen regelmäßig. Konzentriere dich nun auf dein intuitives Auge oder dein drittes Auge. Öffne es und visualisiere dir das Energiefeld um dich. Genauso wie wir es in der ersten Übung machten. Energien, vielleicht auch einfach ein offenes Feld öffnet sich vor dir, du denkst an gar nichts und fokussierst dein intuitives Auge nun auf den Code, auf den Bildschirm. Wenn du nun möchtest, kannst du die Augen auch noch als kurz aufmachen, um es anzusehen und lässt die Augen zu. Der Code ist 5B3Y. Visualisier dir nun dieses Bild und spür die Emotionen, die Aura, die hinter diesem Logo sind. Wenn du möchtest, kannst du dir vorstellen, dass dieser Code zu einem Kreis wird und du in diesen Kreis eintauchst und auf Bilder, Gefühle, Formen, Wahrnehmungen achtest, die in dir auftauchen. Einfach Vertrauen, kindliche Intuition, nichts zu verlieren, nichts zu gewinnen, einfach zu sein. Kannst du dir auch vorstellen, wie du durch das Bild tauchst, mit deiner Aura, dein drittes Auge in den Bildschirm taucht und dahinter sieht, was das für ein Bild ist.
sollte es ein bisschen schwierig sein, da entspanne ich nochmals. Atme erneut zwei, dreimal tief durch und versuche es dann erneut. Wenn es bereits gesehen hat und du hast erste Eindrücke, dann versuch diese zu vertiefen. Du kannst auch anders vorgehen. Du kannst dich zum Beispiel fragen, ob das Bild unter freiem Himmel ist oder in einem geschlossenen Raum. Oder das, ob das, was du siehst, groß oder klein ist, hart oder weich. Man kann auch methodisch vorgehen. Das reicht. Hol dich wieder in dich zurück. Atme zwei, dreimal tief durch. Bewege deinen Finger, streck dich etwas und öffne dann langsam deine Augen. Ich werde nun das Bild zeigen. Dann kann jeder für sich spüren, wie nahe er das Gefühl hat, kaum mehr. Ich werde dann auch erklären, wo ich das Bild aufgenommen habe, wo es ist. Ich werde auch erklären, wie es drumherum aussieht. Bei einem Remote Viewing gibt es verschiedene Formen der Wahrnehmung. Man kann zum Beispiel ganz nahe herangehen. Oder man sieht eher aus der Weite zum Beispiel. Ich bin es durch meine Arbeit gewohnt, aus größere Perspektive zu lesen. Zum Beispiel, wenn jemand Florist ist, dann versuche ich zu sehen, wie sieht die geografische Umgebung aus, wer die Person ist. Oder wenn es um mehrere Politiker geht oder ein Unternehmen, dann analysiere ich das Ganze von oben. Ich war 2 Jahre in einer amerikanischen Remote Viewing Gruppe und habe mit denen mitgearbeitet als Leser, für mich zu üben. Und ich habe immer Räumlichkeiten beschrieben. Und irgendwann, ziemlich zu Beginn, hat mir dann der Koordinator zurückgeschrieben und gesagt, Martin, das sei ja spannend, was ich sehe, weil ich würde immer die Räumlichkeiten beschreiben, in denen er ist, wenn er die Fotografie macht, aber Sie würden detailliert arbeiten. Zum Beispiel, Sie nehmen Fotografieren einen Kugelschreiber. Und dann habe ich mich nicht auf den Kugelschreiber konzentriert, sondern ich sah den Raum, in dem er den Kugelschreiber fotografierte. Oder er saß in einem Auto und fotografierte das Steuerrad und ich habe den Parkplatz beschrieben. Das war für mich ein Lernprozess. Also so kann es beim Remote Viewing oft sein. Man sieht vielleicht nicht direkt das Bild, sondern man sieht aus einer höheren Vogelperspektive. Und dann sieht es am Anfang so aus, als ob man ja falsch ist. Dabei, wenn man dann erfährt, was da drumherum war, merkt man, ich war ja gar nicht so falsch. Zeige euch jetzt erst das Bild und dann erkläre ich euch, wo war es wie. Ihr seht hier ein Kloster, war Thekla, der heilige Thekla, ungefähr 60 Kilometer westlich von Damaskus. Ich war, vor dem Krieg war das noch. Treppen, Kloster, hinter mir waren Felswände, steile Felswände. Wer hat das Gefühl, er kommt ungefähr ein bisschen in die Nähe oder er fühlt sich gut mit dem, was er gesehen hat und dass es zum wenig passt, Hand hoch? Doch einige auch, sehr schön. Das ist eine sehr intensive und kreativ-produktive Formalität zu üben. Jetzt, wenn ihr hier als Paar seid oder Freunde, dann würde ich euch auch anraten, dies weiterhin zu üben, wenn ihr möchtet. Zum Beispiel einmal pro Woche kann einer von euch ein Foto auswählen, dieser einen Code geben und dann dem anderen geben. Und eine Woche später macht ihr es umgekehrt. Und ihr werdet sehen, dass je öfter ihr das übt,
umso besser geht es. Also, wenn jetzt zum Beispiel jemand ein Kreuz gesehen hat, war er auch nicht falsch, weil es ist eine christliche Kirche, ein christliches Kloster. Vielleicht hatte jemand keine Bilder, aber hat sich sehr wohl und sehr beschützt oder sehr heilig gefühlt. Das kann man auch gesehen, habe ich auch gesagt, achtet auch auf emotionale Wahrnehmung. Es war ein sehr geschützter Ort, es ist ein Kraftort. Ich habe diesen Ort in meinem letzten Buch beschrieben, in dem ich verschiedene Kraftorte wieder da, und das ist einer davon. Es ist ein sehr heiliger Ort. Es ist ein kraftvoller Ort. Mar Thekla, ihr könnt euch den Begriff auch merken und im Internet suchen. Ja? Ich glaube, das Land hält mit einer Kugel. Entschuldigung? Gibt es da so einen Kelch mit einer Kugel? Kelch? Ja gut, das Kelch, das ist also der Gral, es könnte natürlich sein, dass das symbolisch für den Gral steht, und der Gral ist ja ein sehr urchristlich-mystisches Symbol, und das ist im Mittleren Osten, und der Heilsgral wird ja in dieser Gegend vermutet, also ganz falsch ist so ein Gral nicht. Es kann auch sein, dass man Symbole empfängt, sieht, beschreibt, die den Ort wiedergeben, dass man die Energie spürt. Ein Boden hat es ja. Der Boden, muss ich kurz überlegen. Ja, wenn man die Treppe hochgeht, also links dort, Entschuldigung, rechts wäre der Boden. Ja, doch, leider schon. Also Mar Thekla, das ist im Ort Malula. Und Malula, also die Christen hatten ja Glück im Bürgerkrieg bis vor kurzem. Aber der Ort Malula wurde von, je nachdem wie man es nennt, Terroristen oder Rebellen besetzt. Und das Kloster selber ist teilweise auch angegriffen worden. Und es wird auch jetzt immer wieder gekämpft dort. Also es herrscht im Moment, herrscht Krieg in der Gegend. Kloster ist nicht ganz zerstört, aber es ist Krieg dort im Moment. Ja. Wenn ich Panzer gesehen habe. Entschuldigung? Wenn ich Panzer gesehen habe. Ja, es hat Panzer in der Nähe, jetzt auf jeden Fall. Ja. Also, Malula, Mar Thekla, wenn ihr den Begriff eingebt, werdet ihr leider die Zeitungsberichte zu diesem Ort in letzter Zeit waren alles andere als erfreulich. Ja, vielleicht eben diese Energie von jetzt, von Panzer und Krieg. Ich würde euch auf jeden Fall raten, dies weiter zu üben. Es ist total spannend, wie man sich verbessert und wie man merkt, dass man stärker wird dabei, das wir Instrument lernen. Wir müssen leider langsam abschließen. Wir sind am Ende angelangt meines Vortrags. Ich hoffe, ich konnte euch die ein oder andere Anregung geben. Ich hoffe, ich kann euch dazu ermutigen, nach Hause zu gehen und auch die ein oder andere Übung zu machen, euch auch gegenseitig zu helfen, indem ihr euch zum Beispiel solche Fotos kurz gebt und euch so gegenseitig trainiert. Mentalität ist leicht erlernbar, sie ist leider vergessen bei uns, aber je mehr Menschen wieder einen normalen Zugang zu ihrer eigenen Intuition erhalten und es wieder als etwas Normales nehmen können, wie Kunst, wie Sprache lernen, wird es auch immer einfacher werden, darüber sprechen zu können, sich austauschen zu können und vor allem auch daran zu glauben und das Thema ernst zu nehmen. Ich danke euch fürs Kommen. Ich würde mich natürlich auch freuen, euch bei nächsten Gelegenheiten zu sehen, vielleicht nächstes Jahr, wenn ich wieder hier bin, vielleicht an meinem Seminar am Wochenende. Ich wünsche euch viel Freude, viel Spaß vor allem beim medialen Spielen. Arbeiten ist es ja nicht, Arbeiten gehört zu einer Verpflichtung.
aber ein mediales Lernen, ein mediales Spaß haben. Danke fürs Kommen und eine gute Nachhausefahrt.